Vielleicht könnt ihr euch ja noch erinnern an das Huawei P30 Pro. Ohne dass wir als Kunden das gewusst haben, war das das letzte Flaggschiff-Handy von Huawei mit den Google-Diensten und deswegen auch mit vorinstalliertem Google Play Store. Als man dann damals darüber berichtet hat, ist so ein bisschen untergegangen, dass nicht nur Huawei davon betroffen war. Auch Honor, die ja Teil von Huawei waren, konnten ab diesem Zeitpunkt keine neuen Smartphones mit Google Play Store mehr ausliefern. Aber seitdem hat sich ziemlich viel verändert. Ich nehme euch in diesem Video mit nach Shenzhen, eine Großstadt, die in kürzester Zeit zu einer Technikmetropole wurde. In eine Stadt, wo ziemlich viele chinesische Smartphones nicht nur entwickelt, sondern auch gebaut werden. Dahin, wo Menschen und Kultur eine komplett andere Welt von dem sind, was wir in Deutschland so kennen. Ich werde euch mitnehmen zum chinesischen Essen. Du hast ja nicht dein eigenes Gericht. Ich werde euch zeigen, wie es aussieht, wenn ein Smartphone nach und nach entsteht. Und am Ende werden wir eins von diesen Handys, das Honor Magic 6 Pro, noch unboxen. Und bevor ihr euch jetzt wundert, warum in einer dieser Ecken hier Dauerwerbesendung steht, Honor hat mich nach China eingeladen, sie haben die kompletten Reisekosten übernommen und ich weiß nicht ganz, wie die Medienanstalten ticken, ich hab's einfach sicherheitshalber mal gekennzeichnet. Wenn euch das hier interessiert, und das tut es, ihr habt ja auf das Video geklickt, dann bleibt jetzt dran. Ich bin Jay, das hier ist eine komplett andere Welt und in 4 Sekunden nehme ich euch mit auf meine Reise. Guten Morgen, Shenzhen. Ich habe hier 6 Stunden Zeitverschiebung, deswegen erstmal so ein richtig heftiger Jetlag. Ich habe wirklich miserabel geschlafen. Ich bin um 2 Uhr eingeschlafen, um 4 Uhr wieder aufgewacht, mir war aber auch mies schlecht. Aber ist egal, es geht jetzt erstmal direkt zum Mittagessen. Und hier in China ist Essen gehen nicht so wie bei uns in Deutschland, wo jeder sein eigenes Menü kriegt und sein eigenes Gericht bestellt. Der macht gerade Nudeln, ist kein Witz. Man hat meistens so gemeinschaftliche Gerichte, die dann in der Mitte vom Tisch untergebracht sind, wie jetzt zum Beispiel hier, das sind so Suppen und Soßen. Und dann werden da die verschiedenen Gerichte, also das Fleisch und das Gemüse und alles, was es da halt so gibt, einfach reingeworfen und am Tisch gekocht. Und nach ein paar Minuten ist das alles fertig gekocht und dann nimmt jeder seine Stäbchen, oder halt ich meine Gabel, weil ich leider zu inkompetent bin, Stäbchen zu essen. Dann greift man einfach in diese kochende Soße und nimmt sich raus, was auch immer man möchte. Okay, ich habe ehrlicherweise absolut keine Ahnung, was ich da gerade gegessen habe, aber es hat sich unglaublich gesund angefühlt und ist irgendwie so viel cooler als bei uns in Deutschland. Also gerade wenn du nicht aus China kommst, dann ist Essen gehen nicht nur was gegen den Hunger, sondern es macht auch irgendwie Spaß. Und trotz dieser ganzen Gewürze und der Schärfe bin ich eigentlich immer noch relativ kaputt von der Reise und deswegen ist an dem Tag nicht mehr so super viel passiert. Wir waren noch an einem ziemlich coolen Spot, der außergewöhnlich viel mit Technik zu tun hat. Aber der geht so dermaßen viel cooles Zeug ab, dass ich darüber noch ein eigenes YouTube-Video machen will, was irgendwann in den nächsten Wochen hier noch online kommt. Vor allem, weil ich halt absolut nicht ahnen konnte, wie chaotisch der zweite Tag sein wird. Okay, also ich habe es irgendwie hergeschafft hier zu Honor. Ich werde jetzt gleich in so ein super Apotheken-Outfit switchen. Oh, thank you. Kriegst sogar direkt hergebracht. Super sexy. Gelbe Kappe, einfach auf Biene Maya. Wir sind dabei. Wollte schon immer mal in der Apotheke arbeiten. Das ist wundervoll. Und hier noch super sexy Schuhaufsätze. Okay, wie sehe ich aus? Geil. Heute steht vor allem das auf dem Plan, was eigentlich der Grund dafür ist, warum ich überhaupt in China bin. Dieser Blick eben hinter die Kulissen, den man sonst in Deutschland überhaupt nicht haben kann, weil Made in China einfach komplett was anderes ist als Made in Germany. Ich glaube, es geht los. Aber ich sag mal so, das war zumindest der Plan. Ich bin übrigens hier VIP. So, jetzt wird hier super schön Foto gemacht. Oh, hier. Hallo. Ja, wir sind beide VIPs. Wie cool. Nein. Doch, wirklich. Jetzt muss ich peinlich lächeln. Und dann geht's endlich los in die Fabrik und es kommt, naja. Kamera ausmachen, so ein Scheiß. Okay, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr es mich nervt, dass ich in diesem Gebäude, wo wir gerade drin waren, da ist die Produktion drin, ich durfte nichts filmen. Es war tatsächlich so dermaßen streng, wir mussten nicht nur unsere Kameras abgeben, sondern sämtliche Smartphones oder alles andere, was irgendwie eine Kameralinse hat, das haben wir alles, bevor wir in die Produktion gegangen sind, komplett abgelegt. Immerhin hat Honor mir so ein paar Schnittbilder zur Verfügung gestellt, sodass ich euch zeigen kann, wie es da drin ungefähr ausgesehen hat. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, es war wirklich beeindruckend. War ziemlich spannend zu sehen, weil am Anfang geht es halt los mit diesem Innenteil, diesem Motherboard,
sondern wo halt der Prozessor draufgesetzt wird. Und dann kannst du halt beobachten, wie mit jedem Arbeitsschritt so dieses Smartphone immer mehr fertig wird. Irgendwann wird das Motherboard in das Gehäuse eingesetzt. Dann kommt der Akku dazu, die Spule fürs Wireless Charging, ganz viele Robotermaschinen, die dann das Smartphone auch drehen und die Rückseite draufsetzen. Über 85% der Arbeit an diesem Smartphone wird dort vollkommen automatisiert von Robotern übernommen. Du hast in dieser kompletten Linie, wo von Anfang bis Ende dieses Handy entsteht, nur immer wieder mal so einen Menschen stehen, der so einzelne Arbeitsschritte ausführt. Zum Beispiel, wenn dann das Display an das Motherboard angeschlossen wird. Oder wenn dann die einzelnen Kameralinsen eingesetzt und angeschlossen werden. Und ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt weiterfahren und alle nur auf mich warten. Ich muss da mal weiter. Wir fahren auf dem Gelände nur zwei Gebäude weiter, was aber tatsächlich 10 Minuten Fahrzeit sind. Und dann geht das ganze Prozedere einfach wieder von vorne los. Wie diese tollen Schuhe hier, ich weiß nicht, ob die Schuhgröße 48 hier gewohnt sind, 49. Ach so. Das hier ist jetzt dieser coole R&D-Bereich von Honor. Und es ist halt schon wieder, wir dürfen keine Kameras und keine Handys in das Gebäude mit reinnehmen. Das R&D-Center ist im Prinzip die Abteilung, die für zwei Dinge zuständig ist. Einmal die Entwicklung von neuer Technik, dann zum Beispiel neue Akkutechnik oder auch ein neuer Faltmechanismus für Falt-Smartphones. Und zweitens auch die Abteilung, die testet, wie widerstandsfähig die Geräte dann wirklich sind. Also das sind wirklich komplette Anlagen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als zum Beispiel Wasser auf alle Seiten eines Smartphones zu sprühen, um zu testen, ob es auch wirklich wasserdicht ist. Oder Maschinen, die sich den ganzen Tag lang im Kreis drehen, um Handys immer wieder absichtlich fallen zu lassen. Oder mein persönlich größter Feind, Maschinen, die den ganzen Tag lang das gleiche Smartphone immer wieder anheben und dann knallhart auf Granit fallen lassen. Man könnte überhaupt nicht denken, dass wir inmitten einer chinesischen Metropole sind. Aber das ist mir auch generell schon aufgefallen, dass die komplette Stadt relativ grün bepflanzt ist. Also es gibt wenige Flecken, die wirklich einfach nur nach Industrie und Stadt aussehen. Mal abgesehen davon, wahrscheinlich sieht man es mir auch an, es ist unglaublich warm. Ich bin durchgängig am Schwitzen, wir haben weit über 30 Grad und vor allem ist es eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit hier. Also du hast wirklich das Gefühl, sobald du ein Haus verlässt, stehst du in wie so einer Freiluftsauna. Für uns als Gruppe geht es jetzt auf jeden Fall erstmal zum Fooden und ich glaube, ich habe da vorne schon gesehen, dass es wieder teurer wird als, weiß ich nicht, mein Leben. Keine Ahnung. Wir hatten hier das erste Mal, seit wir in China sind, jeder sein eigenes Gericht und vor allem auch nicht diese typisch chinesischen Spezialitäten. Und das sind ehrlich die Momente, wo ich mir dann ganz kurz wünsche, ich wäre irgendwie Food Creator geworden. Aber auch wirklich nur in den Momenten. Nachdem ich aber nicht Food Creator bin, sondern Technik Creator und wir hier wegen Honor sind und nicht nur zum Essen, packen wir jetzt wie versprochen noch das Honor Magic 6 Pro aus, original made in China. Und wir erkennen schon an der Verpackung, dass auch Honor jetzt einen Weg geht wie die meisten anderen Smartphone-Hersteller. Wenn wir die schwarze Box jetzt mal öffnen, sehen wir ganz oben erstmal das Smartphone. Und wenn wir das jetzt zur Seite legen, haben wir im Prinzip nur noch eine kleine Box mit Zubehör. Hier drin ist dann ein weißes USB-C auf USB-C-Kabel. Und ansonsten war's das. Weil das hier ein Pressegerät ist, haben wir hier nicht mal unser chinesisches Klopapier. Aber viel interessanter ist ja sowieso das Smartphone selbst. Und das habe ich hier in so einer schwarz-matten Optik. Finde ich jetzt an sich super schick, aber es gibt das Gerät auch noch in so einer grünen Farbe und dann mit einer geriffelten Oberfläche. Das ist jetzt vielleicht nicht das schönste Design, hat aber deutlich mehr Grip als die matt-schwarze Glasoberfläche. Und wenn wir das Gerät jetzt mal hochfahren, fallen hier zwei Dinge auf. Erstens hat das Honor nach wie vor abgerundete Displayranden. Das ist natürlich eine Geschmackssache, aber der Trend in der Smartphone-Industrie sind gerade definitiv wieder flache Displaykanten. Aber schreibt ihr mir doch mal in die Kommentare, ob ihr flach oder abgerundet besser findet und warum. Und die zweite auffällige Sache sieht man eigentlich relativ schnell. Das komplette Handy sieht 1:1 aus wie ein Huawei-Smartphone von früher. Also ja, rein faktisch gehört Honor nicht mehr zu Huawei, sondern ist jetzt eine eigenständige Marke. Aber ganz ehrlich, schaut euch einfach diese Software an und sagt mir dann, dass euch das Smartphone nicht an Huawei erinnert. Das heißt, wenn ihr Huawei von früher noch vermisst und nur umgestiegen seid, weil auf den neuen Geräten kein Google Play Store mehr drauf war, dann könnte es sich wirklich lohnen, mal die Honor Smartphones genauer anzuschauen. Aber genug jetzt zum Honor Magic 6 Pro und den sehr chaotischen Tagen, die hier hinter mir liegen. Aber ich habe euch ja schon angekündigt am Anfang vom Video, es wird noch ein zweites Video hier aus Shenzhen geben. Und in diesem Video werden wir uns ein bisschen genauer anschauen, was ich mit diesem sehr speziellen Ort meine. Wir waren noch an einem ziemlich coolen Spot und glaubt mir, ja, es hat was mit Technik zu tun und ich habe das so noch nie gesehen. Es könnte sich also lohnen, den Kanal mal zu abonnieren, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche im nächsten Video. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch und bis dahin, bye bye.